So, also und hier liegt also dieser Grenzstein, den wir hier gefunden haben. Und zwar wurde der hier kurioserweise als Füllmaterial verwendet für dieses Rohr. Und da haben wir den entdeckt und haben ihn jetzt hier erstmal freigelegt. Und man erkennt hier also ganz deutlich das Wappen von der Gemeinde Beind. Ist jetzt natürlich nicht so ganz gut erkennbar, aber man sieht es schon, also diese Geweihstange. Ich denke, der Oschi, der wird schon so seine 30, 40 Kilo, aber mein Sohn wird den jetzt bergen. Also er nimmt ihn nicht auf die Schulter, sondern wir werden ihn jetzt mit dem Fahrzeug rausziehen. Das Auto steht da hinten in ungefähr 40, 50 Meter Entfernung und da wird unser Jimny den einfach rausziehen. Und dann werden wir der Frau Bürgermeisterin diesen Fund übergeben und wir hoffen, dass sie sich freut. Ja, Akai, dann bitte walte deines Amtes und mach eine enge Schlinge drum. Ja, also soweit zur Archäologie. Als Jäger entdeckt man eben auch, wenn man hier solche Kontrollgänge macht. Und da kommt ja unsere Elsa. Auch sie hat einen Kontrollgang gemacht. Wunderbar. Und dann müsste eigentlich auch die Leica nicht weit sein. Also hier unser Sulzmoosbach ist schon ein sehr schönes Gewässer, ist gleichzeitig auch die Reviergrenze. Genau. Ja, Elsa, wo ist denn die Leica? Wo ist die Leica? Wo ist sie? Da, irgendwie durch diese Gasse muss sie kommen. Heidenai, sagt er. Heidenai heißt aber, ich hab's gleich. Ja, jetzt werden wir gleich bergen, aber das gibt ein extra Video. Bis gleich, euer Andi.